So. Haben wir noch ein bisschen Sand? Wir haben noch ein bisschen Sand. Okay, das war vielleicht etwas viel. Machen wir mit 1500. 999, mehr können wir nicht. Quatsch, Steine kommen da gar nicht hin. Steine kommen da rein. Nö. So, Yuka hier rein. Und dann was Vernünftiges gegessen. Irgendwo da sind. Da. Ja, das dauert jetzt ein bisschen. So, noch ein Level im Miss Crafting geholt. Entschuldigung. Ja, ich hab doch gesagt, Entschuldigung, Lilly. Und warum entschuldige ich mich eigentlich bei dir? Ach so, deshalb, okay. Weiß nichts mehr drauf zu sagen. Ha! Bist schon auserzählt. Ja. Okay, das war ein bisschen viel. Machen wir nochmal so 250. Ist die Wanderhorde jetzt eigentlich vorbeigewandert oder sind allesamt hier in meinen Stacheln verendet? Das kann ich mir zwar eigentlich nicht vorstellen, aber man weiß ja nie. Na, da ist auf jeden Fall schon mal einer. Aber da komme ich irgendwie nicht dran. Raus. Das mit dem Reparieren ist ein bisschen schwierig hier durch. Ach, da ist der Rest. Bin gleich soweit. Muss noch ein bisschen was, Ich stehe aber richtig blöd dafür. So. Ich muss sagen, unser Häuschen hat besser standgehalten, als ich gedacht hätte. Und mit den ganzen Stacheln, davon ist erstaunlich wenig kaputt gegangen, dafür, dass es zumindest die komplette erste Welle mitgenommen hat. Der Horde. Die kommen noch nicht auf uns so gut.
Eigentlich, wenn wir die jetzt doch upgraden können, können wir die auch zu Beton machen. Genau. Hehe. Dann sparen wir uns das Stufen suchen und so. Das war's. Na gut. So, und im Übrigen so. Meine Güte, haben wir viel Blei. Na, ich würde ja sagen, bevor wir nix da machen, schmelzen wir das doch nebenbei. Das war dumm. So, den angebrochenen Stack nehme ich wieder mit. Ich würde eigentlich sagen, schmelzen wir das doch ein bisschen ein. Wir haben ja hier Platz. Autsch. Noch irgendwelche Zombies hier vielleicht? Versteckt? Scheinbar nicht. Cool. Okay. Sag mal, Moment. Irgendwie immer mit dem Bart am Mikrofon hängen geblieben, was eigentlich nicht möglich ist, da mein Bart keine 2 Meter lang ist und mein Mikrofon nicht direkt am Mund klebt. Ah ja, gut. Zwecks Heatmap und so. Und ab dafür Schatz suchen. Und ich habe ihn eigentlich kommen sehen. Ich war nur irgendwie zu blöde, gerade zu reagieren. Okay, ob die jetzt wirklich so viel mehr Schaden machen, bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher. Die Stahlpfeilbolzen. Immer noch 2 Finger weiter. Alles komisch. So. Juhu! Ich wollte jetzt nicht unbedingt über die Mine laufen, das war doof. Wäre doof. Hätte ich doof gefunden, so. Vielleicht schaffen wir es ja sogar heute, den Schatz zu finden und zurückzukommen. Rechtzeitig. Halte ich zwar für nicht so wahrscheinlich, aber man weiß ja nie. Nö. Ich habe eine Mine, in der gibt's auf jeden Fall genug Blei. Wenn sonst nichts, aber Blei gibt's genug da. Blödsinn. Halt. Ah. Nö.
Ja, du mich auch. So. Vielleicht finden wir ja was wirklich, 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 wirklich Gutes in dem Schatz. Hier war gerade ein Vogelnest. Ich hab's genau im Vorbeirennen gesehen. Ich meinte zwar eigentlich genau das da, aber ist ja egal. Ach, da war's. Andere. Autsch. Irgendwann sterbe ich nochmal an so einem Kaktus, an so einem blöden. Mit Sicherheit. Halt. Dachte, er hätte was gesehen, so Vogelnest. Da habe ich aber mit Sicherheit eins gesehen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal über die Brücke. Dann klauen wir noch das Auto. Nee. So. Ernsthaft? Ernsthaft? Warum? Geht bei dem kein Kopfschuss? Ist doch nicht zu fassen jetzt. Nicht, dass ich es bräuchte, aber Ehrgeiz und so. Hallo Lilly! Au, au! Ey, au, ey! Hallo? Aha. Ist doch jetzt nicht wahr. Ich treffe ja alles, nur nicht aha. Muss ich jetzt wirklich wieder rüber? Ist ja nicht zu fassen. Ich hatte auch kurzfristig den Gedanken, ob der das vielleicht unter Wasser verbuddelt hat, aber ich hätte es sehr ungut gefunden. Warum hängt es eigentlich gerade so sehr? Dürfen wir so langsam gerne ankommen. Hätte ja sein können, dass ich Schritte höre. Ich höre was ganz anderes. Raus hier! Man weiß ja nie, ist es ein Bär oder ein Zombär? Okay, Zombären tauchen mehr bei Schreihorden oder generell Horden auf, aber die gibt's auch in freier Wildbahn, glaube ich.
die erledigen einen immer so schnell. Oh, scheiße. Und zum Bären generell wirken nur so lange leicht, wie man einen gewissen Abstand bewahrt. Wenn die einen treffen, ist das ganz schnell vorbei. Man möchte so eine Pranke nicht irgendwann mal einfach so abbekommen. Hä? Wusste ich doch, dass ich irgendwas gesehen habe. Haha. Okay, haben wir schon. Hilft aber. Hilft immer. No, 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 no. Na, aber Armor's missing. War jetzt eigentlich eher eine mäßige Ausbeute. So schnell kommen wir hier nicht mehr hin. Dann können wir hier ruhig schon mal den Lehm wegfarmen. Hallo? Der wird eh irgendwann Mangelware, wie so vieles anderes. Okay, das ist, genau, da macht es wieder Sinn.